So, herzlich willkommen zum kleinen ersten Folge von dem Special. Habe ich ja in der vorletzten Folge angesprochen. Also auch in der letzten, aber in der vorletzten vor allen Dingen. Special Doom und so, du kannst weg. Dafür kommst du mal ganz kurz her. Und zwar die Alpha-Versionen von Doom. Vor allen Dingen Alpha-Versionen 04 und 05. Ich habe die tatsächlich alle. Die gibt es auch frei im Internet. Die wurden damals alle geleakt. Also, einfach veröffentlicht direkt von id Software. Deswegen gibt es auch Versionen, die mittlerweile sogar spielbar sind für moderne Doom-Ports. Also GZ Doom, Z Doom, Chocolate Doom, DOS Doom. Also das klassische Doom, aber für DOS. Ist sowieso für das, egal. Ja, genau. Und wie gesagt, das sind hier die Versionen. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz. Genau, das hier, wie gesagt, Wizor ist jemand im Z-Doom-Forum oder im Doom-World-Forum, weiß ich jetzt gerade nicht. Der hat quasi die Versionen quasi, wie gesagt, lauffähig gemacht. Heißt also, wenn ihr das hier eingibt in die Internet, gut, jetzt sieht man das natürlich nur halb. So, wenn man das hier eingibt, sollte man bei Google eigentlich was finden können. Ich weiß gerade nicht, wonach ich damals gesucht hatte. Und zwar, wie gesagt, angefangen hat mit dem Doom Print Release. Wobei, nee, Quatsch, das war sogar das letzte. Da muss man das überlegen. Genau. Doch angefangen hat mit der Alpha 02. Das war die erste, soweit ich weiß, öffentliche Version, die damals auch verteilt wurde, die man spielen konnte, also spielen, die man benutzen konnte quasi. Ich muss mal ganz kurz mein DOS-Box anpassen hier. Nein. Geh einfach nicht rein. Die eine Platte. Vollbildmodus. Nein. Was nehmen wir denn da am dümmsten? Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier 9 mache, geht das garantiert nicht. Das ist nämlich nach oben gedingst, der Bumstab, ne? Probier mal ganz kurz. Probieren wir den über Studieren bekanntlich. DOSBox. Ist es jetzt oben? Was? Nee, tatsächlich. Aha, cool, funktioniert sogar. Sehr schön. So, wie gesagt, das hier war die erste Alpha. Wie gesagt, war aber komplett Demo, hier gab es nichts, hier konnte man konnte zwar feuern, aber es gab noch kein Audio, kein nichts, kein gar nichts und die Tiere haben sich auch nicht bewegt, die haben auch keinen Schaden genommen, man konnte auch einfach überall durchlaufen, die waren quasi einfach nur als Sprite vorhanden, aber es war keinerlei Interaktion mit denen möglich und auch die haben nichts gemacht und das ist die gesamte Map. Mehr gab es damals nicht, das war quasi wirklich nur die allererste lauffähige Version der Engine, die quasi eine 2,5D Textur darstellen kann, weil es damals halt was komplett Neues war. Und das wollte man natürlich gleich der Welt teilen. Und das Ding ist natürlich auch direkt abgestürzt. Ne, von Stabilität war damals nicht die Rede, war auch nicht die Intention dahinter. Man konnte die Textur tatsächlich damals sogar durchscrollen. Jetzt weiß ich nicht, welche Tasten das waren. Ah, okay, die Tasten 1 bis 0, also oben, die beim über den Buchstaben. 1 und 2 macht, glaube ich, gar nichts. 3 scrollt, ne, die Texturen durch in verschiedenen Höhen. Die 4 macht wieder rückgängig, scrollt also quasi rückwärts. Dann 5 und 6 macht das gleiche mit dem Dach. Und 7 und 8 mit dem Fußboden. Wie gesagt, war damals halt so ein kleiner, wie gesagt, Test. Ja, und das hier ging in die Geschichte ein.
Tom is King und für die Deckentextur gibt es das gleiche nochmal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was? Tom is King, nein. Oder war das die Wall-Textur? Genau, Joel Sucks. Ja, das war damals so ein kleiner Streich von Tom. Ja, der gute alte 90er Humor. Sowas findet man in heutigen Spielen natürlich nicht mehr. Leider. Allgemein, so eine Release gibt es heutzutage auch nicht mehr. Wie gesagt, das hier, ne? Die erste veröffentlichte Version. Reine Test-Demo, sonst nichts. Dann kam die Alpha 0.3 raus. Auch die war noch nicht als Spiel zu gebrauchen, sondern auch das war auch eine Test-Demo, die halt nur schon ein bisschen weiterentwickelt war. Ja, damit sogar mit richtiger Intro-Animation, die aber wurde verworfen, kennt man heutzutage nicht mehr. Es gab schon 9 Level, aber auch hier war das, was ich gesagt hatte, man startet in einem Raum mit Marines und so beginnt quasi, so sollte quasi die Story beginnen. Man spielt hier irgendwelche Spiele, Karten und dann kommen quasi Monster und überrennen die gesamte Stadt. Aber wie gesagt, man sieht hier nur Tech-Demo. Man kann zwar schießen, die Monster dissipieren, glaube ich auch. Ne, nicht mal. Okay, also gar keine Interaktion. Und ja, wie gesagt, auch hier quasi Tech-Demo. Man konnte hier, glaube ich, auch die Textur. Ne, die Textur konnte man nicht mehr durchschalten. Genau, hier gab es schon Waffen dafür. Man konnte aber tatsächlich bestimmte Features durchschalten. Zum Beispiel konnte man die Qualität schalten. Ah, okay, genau. Das heißt, mit der Y-Taste, also ursprünglich natürlich die Z-Taste, war komplett texturiert. Damals war aber ne, die Hardware damals, die Version kam irgendwie 92 raus oder Anfang 93. Und die Rechner damals, ne, 486er und so, den dachte man, okay, die schaffen das noch nicht so ganz. Und deswegen konnte man wahlweise auch mit der X-Taste auf nur Wall- und Floor-Texture umschalten und mit der C-Taste auf nur Wall-Texture und oben, also Ceiling und Floor ist quasi genauso wie bei Wolfenstein untexturiert, weil das quasi die Sachen sind, die von der Engine-Berechnung am meisten Rechenleistung gebraucht haben. Und ja, was gab's noch? Wenn wir jetzt kurz gucken, gab's noch welche Features? Ah, okay. Ja, man konnte die Kamera, also das User Interface ändern und seine Sichthöhe. Das war die M-Taste, ne? Genau, die M-Taste. Für Maus-Perspektive. Ja. Ist quasi einfach der Y-Offset. Hier arbeitet man quasi mit einem Y-Offset und der wird einfach auf 0 gesetzt. Das heißt, die Sichtachse ist genau der Fußboden. Deswegen gibt es hier auch so schöne, ne? Sieht man, wie die Grafik-Engine beim Fußball ganz schön zu tun hat, wobei es geht eigentlich sogar. Ja, warum er das gemacht hat, wahrscheinlich ein Grafik-Joke, also wie gesagt, damals der Humor, ne? Man hat viele Sachen gemacht, die man heutzutage nicht mehr machen würde, leider, muss man sagen. Und genau, das hier sind die Grafik-Modis, die Q, W, E und R-Taste. Q ist ganz normaler Grafik-Modus, also High-Res, glaube, da ist jeder Pixel, also von den 320x200 Pixel, die es bei VGA gab, wird auch benutzt. Bei W wird die vertikale Auflösung halbiert. Das ist auch das, was später noch übernommen wurde in die späteren Engines. Wenn man die F5-Taste gedrückt hat, dann konnte man zwischen High-Res und Low-Res umschalten. Und bei der Alpha gibt es aber sogar noch eine Stufe, und zwar komplett vierteln, also sowohl horizontal als auch vertikal halbieren. Und dann gibt es noch die R-Funktion, das war so eine Spezialfunktion wie für ganz spezielle Grafikkarten. Aber ich hatte nie eine, die das genutzt hat. Und wie man sieht, bei normalen Grafikkarten gibt es das ein Grafikkauderwelsch vom Feinsten. Wer Spaß hat, so zu spielen, okay. Wobei das Spiel auch so irgendwann abstürzt, also sehr stark abstürzt sogar. Ja, konnte man damals gibt es heute wieder bei Crispitum. Da kann man ja die Auflösung auch quasi vierteln. Damals war das auch möglich.
Ja, ansonsten, mehr gibt es hier nicht. Es gibt jetzt ein paar Maps, da kann man durchprobieren. Muss man erstmal ins Hauptmenü und dann die Level direkt anwählen, ne? 1 bis 9. Also erstmal aus dem Mausmodus hier wieder rausgehen. Alter. So. So. Genau. Nein. So. Und ich will die ganze Zeit mit WASD steuern, aber Verstellung, welche Sachen. Genau, wie gesagt, Maps gibt's schon, die sind aber super schlicht. Hier ist noch, ne, man sieht gar nichts. Wer Doom so gut kennt wie Doom-Liebhaber, also wie ich zum Beispiel, der erkennt tatsächlich hier auch schon viele Strukturen, die später in Doom übernommen wurden. Das sind ja alles sehr anfängliche Versionen der heutigen Doom-Maps, wobei nicht alle übernommen wurden, manche wurden komplett verworfen und manche wurden auch sehr stark modifiziert. Da musst du wirklich sehr viel Fantasie haben, um zu erkennen, okay, das war das. Ne? Wer kennt heute diesen Raum? Das ist tatsächlich eine der ersten Episode, aber also die Map, wo man, ist es die sechste oder die fünfte Map? Da, wo man startet, wo man komplett von Kartons umringt ist, diese, ne, diese Lager-Map, das ist die hier. Und das ist nämlich genau das Kreuz, wo man später hinkommt, wo die ganzen Imps stehen. Ach genau, da sieht man sogar die Nani, was passiert, meine Maus? Okay, das hier ist tatsächlich hier, ne, der Kartonbereich. Das heißt, normalerweise, heutzutage kommt man von hier und geht so rum rein und hier stehen die ganzen Imps und der Raum hier ist auch wesentlich kleiner. Wie gesagt, ne, man erkennt schon bestimmte Sachen, wenn man die Maps kennt. Ansonsten halt viel Fantasie, weil damals war halt vieles noch ganz anders. Das hier erkennt man auch wieder. Hier ist der Raum mit der gelben Karte zum Beispiel, wo dieses Puzzle ist. Und so weiter und so fort. Man erkennt schon sehr viele Grundstrukturen. Genau, wie gesagt, mehr gibt es ja auch nicht. Wie gesagt, die alten Maps, die klassischen Maps. Okay, nicht jeder Map macht Sinn. Okay, hatte ich gerade. Das hier, ne, wer kennt die? Haha, das ist die Map, die John Romero als allererstes gemacht hat. Das war seine Anfangsmap. Damit hat er quasi Map-Design technisch begonnen. Das, was ja später E1 M2 wurde. Ja. Die Map, also hier den Anfang, den erkennt man ganz klar raus. Also da braucht man keine Fantasie, um die Map wieder zu erkennen, klar. Aber wie gesagt, andere Maps, da braucht man schon ein bisschen mehr Fantasie. Wobei die Map hier auch ganz anders aufgebaut sind. Ne? Also hier zum Beispiel, das hier ist ja dieser Secret-Bereich. Der sieht hier noch komplett anders aus. So. So viel zu der Alpha. Mal kurz erstmal hier raustappen. So, genau. Und wie gesagt, die erste spielbare Alpha, das war die Version 04. Alpha. Oder Alpha 04. Wie man es möchte, keine Ahnung. Das war die erste, wo auch das Gameplay quasi funktioniert hat, weitestgehend im Rahmen des Möglichen. User Interface, wie gesagt, hat zum Beispiel nicht funktioniert, sowas wie Lebensanzeige und so gab es damals noch nicht. Auch hier können wir wieder auswählen. Wir starten Level 1. Und jetzt können wir aber schon Türen öffnen. Wie ging das? Ach, rechts der Maustaste. Und die Gegner. Ja, Tür bitte aufbleiben. Okay, kann das auch erst bei 0.5 dazu? Oder spiele ich gerade mit der falschen Version? Ich spiele gerade mit der falschen Version. Ne, ist richtig. Okay, dann gab es also wirklich Gameplay doch erst ab der Alpha 0.5. LOL. Dann war hier quasi auch nur Maps, die aber schon wesentlich weiterentwickelt waren. Ne, die Map erkennt man auch direkt wieder. Klar, das ist das, wo hier oben. Achso, siehst du, die Gänge sind sogar oben schon. Ne, die Map, die ich so sehr hasse. Wo man direkt da ganz viele Gegner hat, die dann auf einen schießen und so weiter und so fort. Der Raum hier ist damals noch ganz anders. Viele Texturen sieht man auch schon, wurden wie gesagt nicht übernommen, weil die Story gab es halt später nicht mehr. Das war ja damals. Wie gesagt, die Alphas, da kennt man noch heraus, dass sie eine richtige Storyline haben wollten, dass man in der Base ist und quasi, ne, und immer mehr davon wurde dann später für die releaste Version, die finale Version, wurde dann halt immer mehr verworfen und wurde immer mehr einfach auf Ballern gelegt, dass man quasi einfach überall durchwaschen kann, ohne sich an irgendeine Story halten zu müssen, sondern einfach durch und ballern und alles ist gut.
wie gesagt, eine Entscheidung, die ich persönlich ganz gut finde. Die hätten aber ruhig auch nochmal eine Version rausbringen können, die dann doch ein bisschen mehr so auf Story geht. Von daher finde ich persönlich ganz schön, dass sie die Sachen später released haben und man sie quasi, wie gesagt, für heutige Doom Endless lauffähig machen kann. Viele mal, wie gesagt, bei Z-Doom Forum oder bei Doom World Forum und dergleichen. Ja, weiß nicht, kann man hier noch was zeigen? Ich weiß nicht, gibt es hier noch was Spannendes? Genau, die Map kennen wir. Das ist quasi die ähnliche Map, oder? Ah ne, das ist genau, das ist auch die Map mit den Kartons. Da sieht der Raum hier schon wesentlich ähnlicher aus, wie zu dem, wie hier heute aussieht. Ne? Kleiner geworden, jetzt auch mit diesen vier Säulen, die rund sind, weitestgehend. Und hier die ganzen Kartons, wo man startet. Was ist Map 3? Map 3 sagt mir jetzt gar nichts. Gibt es hier schon eine Automap? Nein. Oder eine andere Taste, keine Ahnung. Ja gut, die Map wiederum sagt mir jetzt nichts. Das ist wahrscheinlich eine, die später verworfen wurde oder ganz stark modifiziert wurde. Okay. Ah Gott, die Map. Oh, das ist ja E1M7, glaube ich. Doch, genau. E1M7 müsste das hier sein. Die erkennt man auch direkt wieder. Okay, hier war noch kein Fenster. Interessant. So, das war jetzt die 5. Nee. Ja, die Map hier, die ist sehr stark bearbeitet worden. Man erahnt vielleicht, was es sein soll. Früher war es aber noch komplett anders. Man sieht, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Map, also die wievielte Map das ist bei Doom. Aber das ist die Map, wo man quasi. Ja, gute Frage. Ja, wie betreibt man sie? Aber ne, manche Sachen erkennt man hier wieder, aber sie ist halt doch sehr stark anders. Zum Beispiel gibt es hier quasi der Raum, wo man startet, ist quasi Teil eines großen Ringes, der durch die gesamte Map geht. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr geile Sache. Ne, die Map hier finde ich vom Designtechnischen so hier sogar viel geiler als das, was daraus geworden ist. Also das hätten sie durchaus so machen können. Deswegen, aber wie gesagt, das sind so Sachen, da schweigen sich halt die Geister. Manche mögen es ja so, manche mögen es ja so. Ich mag es lieber so hier. Und die Leute von id Software, die mögen es halt lieber so, wie sie es halt released haben. Wie gesagt, ist halt ein riesiger Kreis. Und ja, da würde ich mal sagen, das war's mit der Folge auch schon. Mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Und in der nächsten Folge widmen wir uns dann der Alpha 5, 05. Weil das, wie gesagt, die erste war, die auch tatsächlich funktioniert hat. Ne? Von daher, bis dann.